Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Tales of GraceSF. In der letzten Folge sind wir aus dem Orlenwald hinausgetreten und sind immer noch auf dem Rückweg nach Verona. Ja, machen wir uns auf den Weg. Es gab einige Gespräche über die Vergangenheit von Espel, warum er ein Ritter werden wollte, dass Richard ihn an diese Klippe hier begleitet hat und so weiter und so fort. Also alles Zeug, das wir natürlich auch miterlebt haben. So, und wir klauen erstmal Pastetenteig. Ich hab dein Pastetenteig. Was willst du dagegen tun? Nichts. Okay. Na gut. Komm her, Chip Chip. Zack, stirb. Und du auch. Und dein Freund auch. Zack. Schön. Ja, auf die Scherben werde ich noch ein andermal drauf zurückkommen. Im Moment benutze ich sie noch nicht. Eigentlich benutze ich sie nie, außer wenn ich sie für Anfragen brauche. Genau so notwendig sind sie auch nicht jetzt für den Schwierigkeitsgrad. Scherbenqualitäten, ja genau. Haltet das Video einfach an, spult nochmal kurz zurück und guckt euch das an. Ich habe damit nämlich keine Erfahrung, kann es euch nicht erklären. Abgummi. Geil. Ich schätze wohl noch wieder neu nachgefüllt nach 7 Jahren. Da finde ich gut. So. Komm her. Jetzt mache ich die auch noch. Hin. So. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Verdammt. Egal. Wieso zeigst du denn immer auf mich, Mann? Each new discovery brings us one step closer. Muss mal kurz gucken. Keine Ahnung. Ja, manche Siegesquoten sind auch titelabhängig. Wenn man bestimmte Titel ausrüstet, dann kommen auch verschiedene, ja, Sprüche am Ende des Kampfes. Das ist interessant. Ey, Schwein. Zack. Und aua. Each new discovery brings us one step closer. Er sagt immer das gleiche. Er hat bis jetzt immer das gleiche gesagt. Boah. Vergisst du immer, dass du das schon mal vorher gesagt hast? Nein. Okay. Und wir sind endlich im Verona angelangt. Gott sei Dank. So. Und wir haben Menge Geld. So. Gehen wir erstmal hier hin. Ihr werdet doch Ritter, nicht wahr, Espel? Ihr redet schon seit eurer Kindheit davon. Was? Ihr habt die Prüfung bestanden? Oh, herzlichen Glückwunsch. Wie wär's mit einem leckeren Eis am Stiel? Ein Eis am Stiel kaufen? Kühle, leckere Bauer Spezialität. Steht gewonnen auf dem Stiel, ist das nächste gratis. Meersalzeis. Eis am Stiel. Das ist eine Entdeckung wert. Und Trefferstiel. I have to admit, they sell the best ice pops at this place. I can't stop thinking about the way my hand shimmered back in the Orlin Woods. What happened there? I should have asked the captain when I had the chance. Hey, your ice pop's melting. What? Crap, what a waste. That's a tough break. Oh, look, I got a windstick. Hey, shopkeeper, I'll take another. Stand down, Asbel. I'm not giving it to you. Understood. Denn das war ein ernsten Ton, er hat gesagt. Verpiss dich, Asbel, das ist mein Eis. So. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, ich gehe nochmal hier hin zum Balkenis. Guck, ob ich da eine Entdeckung machen kann. Aber ich glaube, ich habe schon eine. Nee, doch nicht. Glorndi entdeckt. Ja, ich glaube, den hätte ich schon vorher entdecken können. Mit Kinderark, dann wäre ein Skit dabei gewesen, aber jetzt habe ich wahrscheinlich schon verpasst. So, und jetzt guckt euch das mal an. Blub. Öffnen. Hier ist eine Truhe. Die kann man, glaube ich, ja, von hier aus kann man die sehen. Darin befindet sich Archskater. Chester.
Die ist, glaube ich, aus Tales of Phantasia. Wenn ich mich nicht irre. Und ich habe vergessen, zwischen den Aufnahmen kurz mal zu trinken, weil mein Hals, der ist immer noch. Ich habe noch gerade eine Stunde aufgenommen. Deswegen, nicht schön. Na gut, wir müssen zur Schenke gehen. Wo sind denn die Läden überhaupt? Mein Gott, ich habe das Spiel schon zweimal durchgespielt. Oder dreimal. Ne, zweimal. Weiß ich nicht. Ich weiß immer noch nicht, wo alles ist. So, ich hoffe, die Residenzen sind jetzt auch wieder neu befüllt mit Gegenständen. Ha! Pastetenteich! Ei! Ich klaue euch eure Eier! Und der Vater sagt gleich, Eier, wir brauchen Eier! Okay. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Also gute, ich weiß schon, wo sich Sachen befinden und wo nicht. Das ist immer gut. So, Unterstadt. Gehen wir zu den Slums. Okay. Jetzt gucken wir mal hier im Waffenshop. Und oh, warum werden denn die Messer verkauft? Was ist das denn? Okay, natürlicher Duft. Ach ja, Malik hat als Accessoires Parfüm. Ganz nebenbei. Oder Duftwasser. Geil, wa? Wie kann man es nur so männlich übertreiben? So, hier gibt es auch nichts zu tun. Erstmal. Ich tue erstmal im Mixer laden. Und geh weiter. Dann gehe ich noch. Nee, halt. Ich möchte kurz Karte aufrufen und gucken, was es hier für Anfragen gibt. Ein Brathähnchen im Topf. Dokument der Ritter der Krone. Darum kümmern wir uns auch noch. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Na, erstmal gucken wir, ob wir ein Brathähnchen im Topf machen können. Weil dann hätten wir noch der Quest erledigt. Brathähnchen, Alter. Hähnchen, 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 Hähnchen. Ich habe kein Hähnchen. Habe ich dann nichts gekauft? Hm. Wo ist denn hier mal ein Laden, wo ich so Sachen kaufen kann? Nee. 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 Okay. Ich kann ja echt keine Sachen kaufen. Nee, bist du im Verladen? So, dann kann das noch kurz warten. Aber wir gehen trotzdem. Hier zum Gasthaus. Und erledigen die anderen Quests. Und ja, das habe ich mir gedacht. Abschlussprüfung. You know, Asbel, I've been putting a lot of thought into this lately, but what is it that I can really teach you? What's that, sir? Some time ago, Victoria told me that you and I were different. She called us complete opposites, in fact. I have never felt that way, sir. Nor did I, but that didn't mean it couldn't be true. In fact, I even thought about withdrawing as your instructor. Please know that I am deeply grateful for all that you have taught me, Captain. Oh, so my guidance is no longer necessary, is it? I didn't mean it like that. Then before you cast me aside, let me ask you a question. Who will you fight for once you're a knight? Or rather, is there anyone you could fight for? Does that question make sense? Yes, of course. I chose my answer to that question 7 years ago, and it remains the same. I would gladly give my life to protect the people dear to me. Well said, Asbel. I see you are indeed my student. Ja, obwohl er dieser Meinung schon vor 7 Jahren war, wo du noch nicht da warst. So, hier haben wir jetzt die Anfragen. Und da war noch mehr. Weißt du, was wir noch anfangen? Ja, okay, das sind Missionen, die wir erledigen können. Fertig. So, die Belohnung sieht man rechts und ja. Oh. Die Bronzescheide, die tun wir mal kurz an-equippen und abgeben. Aber erstmal den Morschenreißzahn.
und die Bronzescheide. Und die Belohnung haben wir jetzt aus dem Fenster geworfen, mehr oder weniger. So. Ich muss hier ein bisschen auf die Dingens gucken, auf die Techniken. Auf die Titel, damit hier nicht FP verschwendet werden. Aber so viel haben wir, glaube ich, gar nicht bekommen. Oder? So, wo ich das herbekomme, weiß ich, glaube ich. Da gucken wir uns hier oben nochmal um. Mann. Ich bin hier am König Ferdinand ein Gesuch. Was? Was? Ein Gesuch vorzubringen. Was ist denn ein Gesuch? Was ist das? Ich bin verwirrt, ich kann nicht weiterspielen. Seetang, wir klauen jetzt einfach mal in den in den Gasthäusern das Essen aus den Schränken. In diesem Satz waren so viele Sachen falsch. Okay, Brathähnchen, ist irgendwo ein Hähnchen drin. Prinzessinnen-Geschichten. Eine fünfteilige Buchreihe mit Prinzessinnen-Geschichten aus den verschiedensten Welten. Die sind jetzt noch nicht wichtig, aber später werden sie es. Deswegen nehmen wir sie einfach mal mit, weil wir so kackfrech sind. Jetzt klauen wir auch noch Bücher aus Gasthäusern. Mein Gott, sind wir kackfrech. So, wir sollen zur Schenke gehen erstmal. Dann machen wir doch. Die Schenke, die ist hier. Ist hier noch was? So. Okay. Und ja, ich bin absichtlich hingegangen, weil hier gibt es noch eine Truhe. Ein Plüsch-Mojikon. Wenn man sich einsam fühlt, ist so etwas immer ganz nett. Wer auch immer Moji ist. Versuch es mit der Eingabe Schatz. Was will uns diese Notiz sagen? Ich habe keine Ahnung. A toast in honor of Asbel Lant's promotion and the start of a long and glorious career. May the wind guide our blades. May the wind guide our blades. Cheers. Thank you, Captain. I hope to continue training under you even after I become a knight. Relax, Asbel. This is a celebration. Let tomorrow take care of itself. Being a knight is all I ever wanted. I need it, Captain. I need to be strong. Nothing good can come from haste, Asbel. When I left home, I swore to become strong. I swore I would never again fail to protect someone. So when I'm not training or fighting, I feel like I'm wasting time. Seeking the strength to help others, eh? It's a noble goal, and if becoming a knight helps you achieve it, then so much the better. But there are some things even a knight cannot protect. You would do well to remember that. Understood, sir. All right, enough wool gathering. This is your celebration, so eat up. Yes, sir. Whew! Thanks for the meal, Captain, but I can't eat another bite. Good. Well, maybe next time we'll celebrate your entry into adulthood with my favorite cocktail. Come. We should return to the Knight Academy. Okay. Aber vorher muss ich mal gucken. Ah, wusste ich so. Dokumente der Ritter der Krone. Das ist das Anfrageobjekt, was wir ja für die Anfrage brauchen. In der Taverne. Taverne im Gasthaus. So. Raus hier. Wir sollen zur Ritterakademie gehen. Also los. Upsala. Wer war das denn? Da ist gerade jemand irgendwie durch mein Fenster gesprungen hat, einfach ins Mikro gerülpst. Wie kann das wahren? Die Anzahl der Elf-Mixer-Slots ist gestiegen. Geil. So, aber ich würde jetzt sagen, ich beende den Part und ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part.